Herzlich willkommen zum Grund- und Crashkurs Aura Sehen Basics Teil 3. Wie ist es dir mit deinen Übungen gegangen? Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach ein Mail. Ich beantworte sie dir natürlich sehr gerne. So, wir stürzen uns jetzt gleich in Teil 3 des Kurses. Und ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was haben wir bis jetzt gemacht, was haben wir bis jetzt entdeckt. Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, um welche Energie geht es denn überhaupt. Du erinnerst dich, etwas, was dazwischen ist, etwas Feinstoffliches, nicht das Grobstoffliche, sondern das Feinstoffliche, etwas, das also zwischen den Menschen ist. Im zweiten Teil des Kurses haben wir uns mit dem dritten Auge oder dem sechsten Sinn beschäftigt. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine andere Art des Schauens, eine andere Art der Wahrnehmung. Und wir haben versucht, den Blick etwas zu öffnen und weiterzumachen. Du erinnerst dich vielleicht an den Blickwinkel und dass man schaut, okay, ich schaue, dass ich möglichst mehr wahrnehme, weicher schaue. Es ist eigentlich ein Schauen aus der Entspannung raus, wie ein meditatives Schauen. Ich habe das auch einmal so meine Arbeit in einem Vortrag als unter Anführungszeichen Traumheilung bezeichnet, weil es halt ein Zustand ist jenseits des jenseits unseres Wachens. Das ist ein anderes Bewusstsein. Und wenn ich energetisch arbeite, bin ich eben auf einer anderen Ebene. Da arbeite ich, versuche ich, meine Klienten anders zu inspirieren, anders zu berühren. Auch wenn du jetzt dieses Video schaust, versuche ich dich eigentlich zu inspirieren, dich zu berühren auf einer Ebene, dass etwas in dir angetackert wird, wie ein Glöckchen, das vielleicht klingt, etwas, das schon immer da ist, immer in dir verborgen ist. Und ich weiß schon, die Hellsinne sind jetzt nicht für jeden, weil einfach unser Alltag so laut ist und weil dir vielleicht andere Dinge wichtiger sind. Aber wenn du jemand bist, wo du sagst, oh ja, das ist dein Ruf, und so wie ich diesen Ruf gehört habe vor unzähligen Jahren. Ja. Und wenn du diesen Ruf hörst, wirst du dranbleiben und dann berührt dich das auch, inspiriert dich das vielleicht auch. Und du machst die feinstoffliche Welt zu einem Teil von deinem Leben. Und das ist halt einfach irrsinnig bereichernd. Und heute schauen wir uns diese Absicht an. Der dritte Teil ist jetzt, wir haben uns mit der Energie beschäftigt, wir haben uns beschäftigt, wie kann ich die Wahrnehmung, und das dritte ist die Absicht, wie nähere ich mich denn bitte der feinstofflichen Welt. Und das Wichtigste und Wesentlichste ist die Absichtslosigkeit. Also es geht nicht darum, du willst die Aura sehen, um irgendwelche Superkräfte zu haben oder um zu sehen, ob da irgendwelche persönlichen Interessen vielleicht für dich erfüllt werden. Das heißt, ja, ich sehe jetzt die Aura und sehe, das ist ein guter Mensch, der ist mir gut gesonnen, oder es ist ein schlechter Mensch, der ist mir nicht gut gesonnen. Also das ist kein Grund, warum man das anstreben sollte, diese Hellsicht, und die Hellsinne trainieren sollte. Es sollte eine Egolosigkeit sein, denn letzten Endes, und diese Egolosigkeit, die möchte ich auch mit einer gewissen Demut umschreiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Oliver, der jetzt vor dir steht, der jetzt mit dir spricht, der hier erscheint, ja, das ist jemand, der findet Worte, der verdrängt Raum und der ist deshalb auch mit einem gewissen Ego hier. Ja. Also das ist ein privater Oliver, das ist jemand, der genauso seine Höhen und Tiefen hat, der sich genauso mal ärgert. Also ich bin niemand, der andauernd in einem Höchstgefühl verweilt, weil alles so wunderbar ist, sondern ich kann mich auch mal so richtig ärgern und im Sechseck hüpfen und mich dann aber genauso schnell wieder einkriegen und mir aufs Hirn greifen und mir denken, pff, wozu eigentlich? Also ich habe so meine Ängste, ich habe meine Sorgen, ich habe meine Ups, meine Downs, wie jeder andere auch. Also ich bin jetzt kein erleuchteter Guru, auch wenn ich das vielleicht jetzt überrascht bin. Nee, aber im Ernst. Also der Punkt ist einfach, da habe ich mein Leben, da habe ich meine Freuden, da habe ich meine Spläne, da habe ich meine Freunde, da habe ich das Leben um mich und das genieße ich sehr. Und das ist auch ein wesentlicher Teil und den möchte ich auch nicht missen. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, wenn ich jetzt zu dir als dein Energetiker spreche, als dein energetischer Therapeut spreche, wenn ich jetzt zu dir komme als dein Seminarleiter, dann versuche ich etwas in dir zu berühren, das jenseits von meiner Erscheinung ist. Das ist etwas Inneres.
Und dann versuche ich auch mit diesem inneren Licht in Verbindung zu treten und dieses Licht in dir zu aktivieren. Aber wenn ich dieses Licht sehe und wenn ich mit diesem inneren Licht in Verbindung treten möchte, dann muss ich achtsam sein. Dann ist das wie ein Tempel, wie bildlich gesprochen, du gehst in eine Kirche und bist ruhig. Ja, das lernt man halt so in unserem Raum. In der Kirche wird nicht laut gelacht, man nimmt vielleicht auch den Hut ab oder die Kopfbedeckung und man verhält sich ruhig, ja, und achtsam. Oder von einem Tempel, du ziehst die Schuhe aus und trittst ein. Das heißt, es gibt gewisse Rituale, wo man sagt, okay, du bist achtsamer und du bist aufmerksamer. Und mit dieser Achtsamkeit, Aufmerksamkeit versuche ich dann, an meine Klienten heranzutreten, an dich heranzutreten, wenn du bei mir bist. Und ich bin ruhig und ich mache den Oliver selber ganz, ganz klein. Das heißt, so sehr ich mein Leben genieße und liebe, so wundervoll, bunt und erfüllt ich das auch sehe, während meiner Arbeit hat das keinen Platz. Da muss ich mich zurücknehmen. Das heißt, dieses Ich ganz, ganz klein machen und dann kann ich das Wunder wahrnehmen. Nicht mehr meine Gedanken, meine Gefühle, sondern ich falle in meine Intuition und kann dann die Person, die mir gegenüber ist, wahrnehmen. Also ich falle raus aus meinem Kopf, aus meinen Gefühlen und gehe in meine Intuition rein. So kann man sich das vorstellen, dieses Kleine machen. Und kann dann die Person in der Gesamtheit wahrnehmen. Und das ist eigentlich so der Punkt, da ist eine Absichtslosigkeit drinnen. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, wenn du sagst, ja Moment, du bist ein Energetiker, du willst mir da was lernen oder du willst da, dass irgendetwas gut wird bei mir, dass sich was verändert. Das muss ja eine Absicht sein. Aber eigentlich, und das verrate ich dir jetzt, ist da keine Absicht dahinter. Denn ich finde, so wie du jetzt kommst zu mir, bist du perfekt. Ich versuche da nichts zu ändern. Alles, was ich mir anschaue, ist, was ist im Rahmen deines Energiefeldes, deiner Aura möglich, dass man umstellen kann? Was ist da möglich, dass du dich selber mehr entfalten kannst? Und wenn deine Lebensenergie dann mehr fließt, deine Aura heller ist, weiter ist, dann lösen sich meiner Erfahrung auch nach diese Blockaden in dir. Daher geht es also um die nicht die Absicht, sondern eigentlich die Absichtslosigkeit. Und jeder, der versucht, jemanden zu manipulieren, jeder, der versucht, dadurch einen Vorteil zu gewinnen, dass er sich einfach so dieses Energiefeld anschaut, jeder, der versucht, Kontrolle oder sich zu erhöhen über dieses Schauen, der ist nicht seriös. Auf keinen Fall. Und ich möchte dir da ein ganz konkretes Beispiel geben. Vielleicht kennst du diese Leute, die mal kommen und die kommen gerade von irgendeinem Energetikkurs, egal was, oder Reiki-Kurs oder sonst was, oder können jetzt mit Engeln reden, ist ja eigentlich ganz egal. Und die kommen und sagen, ich fühle, du hast ein Problem. Oder ich fühle, du bist traurig. Oder ich sehe, da ist etwas dunkel bei dir, etwas negativ bei dir. Und da sind wir dann eigentlich schon bei der Unverschämtheit. Denn erstens, ungefragt gibt man keine Auskunft. Zweitens, wenn ich nicht weiß, wie ich das lösen kann, dann halte ich mein Maul. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich. Einfach diesen Mut zur Stille oder einfach einmal sagen, okay, ich habe eine Wahrnehmung, aber was mache ich denn damit? Und wenn man nur so eine Meldung kriegt wie, ja, da ist das, du bist so oder so oder du bist da so negativ oder du wirst irgendwie verurteilt, das heißt, es erhöht sich ja die Person, das Pseudomedium, über jemanden drüber. Der Unterschied zwischen den Leuten, die wirklich etwas sehen, ist, die reden nicht drüber. Die sitzen am Tisch und sagen, meine Schnitzel schmeckt gut, weil die verstehen sich auf einer anderen Ebene. Ich habe mit so Top-Leuten nie darüber gesprochen, hey, hast du schon den Engel gesehen und der hatte diese Farbe? Oder hast du neulich das Energiefeld von dem da gesehen? Oder wie war das im Kurs von dir? Das ist völlig uninteressant, man sieht es eher und man schweigt darüber und lebt. Während Leute, die dann ihre Highlights permanent erzählen, entweder noch nicht die Riesenerfahrung haben oder es einfach nicht sehen und deshalb Versicherungen brauchen. Wenn du deine inneren Bilder permanent wieder rauswirfst und sagst, ich brauche da jetzt eine Bestätigung, eine Versicherung, das heißt einfach nur, du bist ein Anfänger. Aber das heißt dann auch, red nicht darüber, halt bitte deine Klappe und verdau's erst einmal.
denn wie ein Kind, das gerade das Gehen lernt, wie jemand, der sich zum ersten Mal in dieser Welt orientiert. Da geht es nicht darum, da alles gleich rauszuposaunen oder misszuinterpretieren, sondern einfach ein Verständnis zu entwickeln. Und das würde ich dir wirklich empfehlen. Achte darauf, sowohl bei deinem eigenen Weg, als auch, wenn jemand zu dir kommt und dir irgendetwas erzählen möchte. Da möchte ich jetzt den Bogen schließen und noch einmal darauf zurückkommen, zu dem, was ich im ersten Kurs gesagt habe, starte bei dem Konkreten. Starte mit dem Aurasehen in die feinstoffliche Welt immer dann, wenn das Konkrete klar unter Kontrolle ist. Das heißt, wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, egal wie auch immer das ausschaut, wenn du ein gutes Sozialleben hast, Job alles passt, finanziell alles passt, das heißt die Basis passt, dann fang an, dich mit dem Feinstofflichen zu beschäftigen. Denn vorher ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du einfach eine Weltenflucht betreibst und das Wesentliche womöglich übersiehst. Und ich wünsche dir, dass du diesen Weg gehst, denn es gibt nichts, das mir so viel innere Klarheit und Sicherheit und trotzdem eine Stabilität verliehen hat, wie die Beschäftigung mit dem Energiefeld. Ich persönlich habe es natürlich dann gemacht. Meine Absicht war mit dem Aura-Sehen, das war einfach die reine Neugier, was gibt es denn? Und es war wirklich nie mein Wunsch, darum finde ich es immer so cool, wenn Leute sagen, ah, das ist meine Berufung, jetzt Energetiker zu werden oder Leute zu beraten, wo ich mir dann denke, das war eigentlich nie so mein Ziel, aber ich mache es jetzt schon seit über 20 Jahren. Warum? Weil ich gerne, gerne ein Dienstleister bin, weil ich gerne schaue, dass ich Leute unterstütze. Und das hatte ich schon immer, ob ich jetzt Leute zum Essen eingeladen habe oder einfach mal eine Party geschmissen habe oder ins Kino gegangen bin mit wem. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und das hat sich halt dann in die energetische Arbeit übersetzt. Aber dass ich sage, wow, das war jetzt mein großer Wunsch, da jetzt Energetiker zu werden, nein, war es eigentlich nicht. Und trotzdem ist es das, was ich jetzt ja fast mein halbes Leben lang mache und das mich immer noch inspiriert, mich immer noch antreibt. Und ich kann dir nicht beschreiben, wie gut es sich anfühlt, wenn ich dir von dieser Energie erzähle, wenn ich dir von dieser Möglichkeit erzähle, wenn ich dir das anbieten darf. Und das spielt dann keine Rolle, ob das jetzt bei einem Tarotkurs ist, bei einem Astrologiekurs, ob das bei einer Ausbildung ist zur Energetik, ob das bei einer Rückführung ist, ob das bei einer Familienaufstellung ist, ob das bei einer Meditation ist, ob das bei einer Einzelsitzung ist, das spielt alles gar keine Rolle. Es ist einfach irrsinnig schön, dass man oder dass ich mit dieser Lebensenergie arbeiten kann und darf. Und ich fühle mich da unglaublich gesegnet und glücklich und dankbar dafür. Und wenn ich dich inspiriert habe, dann freut es mich umso mehr. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg bei den Übungen. Danke, dass du bis zum Ende durchgehalten hast, dass du den Kurs gesehen hast. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Ich biete Online-Treffen an. Ich biete unzählige Seminare an. Ich habe einen tollen YouTube-Kanal, Facebook-Seite, Homepage. Das heißt, es gibt ganz viel von mir zu finden und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist, ein aktives Teil der Community wirst, auf YouTube einfach Kanal abonnierst, auch immer wieder kommentierst, Daumen hoch gibst, Videos teilst. Und wenn du auch einen Wunsch hast zu einem individuellen Video, dann mache ich das auch gerne auf YouTube. Also sei einfach dabei, komm auf die Homepage, schau dir einfach mal die Kurse an, das Angebot an. Vielleicht ist was für dich dabei. Oder vielleicht nimmst du mal eine Einzelsitzung in Anspruch. Das geht telefonisch genauso wie live. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, viel Freude mit deinen Hellsinnen, viel Freude mit deinem Weg in die feinstoffliche Welt. Bis bald, dein Oliver Ereny, medialer Energetiker aus Linz. Tschüss.